Er ist gefunden. Anthony Morris, er wurde gefunden. Nein, er hat seine himmlische Hoffnung noch nicht angetreten als ehemaliges Mitglied der leitenden Körperschaft und Gesalbter Jehovas, als Repräsentant Gottes auf der Erde, so wie sie sich bezeichnen. Nein, er lebt in einer wunderbaren kleinen Doppelhaushälfte in North Carolina. Ich habe mir gestern den Grundbuchauszug davon geben lassen. Ich belege euch das hier mit Zahlen, Daten, Fakten. Vielen Dank an der Stelle für Beauty Rest für ihre Unterstützung an dieser Sache, weil in Amerika an Grundbuchdaten ranzukommen, da braucht man ein paar Tricks. Aber es funktioniert. Ich beweise euch das hier auf dem Kanal. In der Zwischenzeit schaut euch die Videos da oben vielleicht auch nochmal an, vom Hintergrund her, von der ganzen History, warum ein Mitglied der leitenden Körperschaft auf einmal verschwunden wurde und immer weiter verschwindet auf JW.org, was da passiert ist Ende Februar, Anfang März 2023 und wie jetzt die Wachtumgesellschaft für ihr ehemaliges Mitglied sorgt der leitenden Körperschaft und welche Fehler sie wahrscheinlich nicht noch einmal machen werden, so wie bei Raymond Franz, das zeige ich euch gleich im nächsten Video. Aber bis dahin erstmal, ciao, ciao!